Wunderschönen guten Tag. Ich höre Sie leider nicht. Ist tot die Leitung. Hallo. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder ganz viele kleine, kurze Telefonate mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir da für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen, kurzen Telefonaten. Ja. Hallo. Hallo, ja Klaus Elkelka, sorry Sie mich? Mein Name ist Matteo Martinez, ich rufe Untersuchungsabteilung von Blockchain, von FATF an. Untersuchungsabteilung? Von Blockchain, ja. FATF ist eine internationale Unternehmen, welche kontrolliert alle Kryptotransaktionen. Wir haben Ihre Informationen bekommen in mein System, dass Sie auf dem Finanzmarkt Geld investiert, aber jetzt, Sie haben Probleme mit Auszahlung. Das stimmt oder nicht? Mit was habe ich Probleme? Mit Auszahlung von Finanzen. Zum Beispiel, Sie haben gemacht eine Investition von Kryptowährung letzte Jahr oder letzte Monat, aber jetzt Sie haben keinen Zugriff auf Ihres Geld und Sie haben auch keinen Zugriff auf diese Handelsplattform. Stimmt? Nee. Okay, Sie haben keine Investition gemacht, oder? Warum ist Ihre alle Daten in Blockchain gespeichert, Herr Klaus? Weiß ich nicht, wo Sie die Daten her haben. Haben Sie irgendwo gekauft? Ihre Name und Nachname, Ihre Handynummer und Ihre E-Mail-Adresse automatisch gespeichert in Blockchain. Deswegen, Sie haben schon registriert. Aber Sie wissen schon, was Blockchain ist, ja? Blockchain ist der zentrale Speicherort der Kryptowährung, Herr Klaus. Ja, aber nicht der Daten. Und es gibt auch keine zentrale Speicherung der Kryptowährung. Sowas gibt es nicht. Also, Sie haben keine Investition gemacht. Die Blockchain ist sowas wie eine virtuelle Cloud. Bitte? Die Blockchain ist sowas wie eine virtuelle Cloud und keine virtuelle Speicherung. Und schon gar nicht eine zentrale. Was ist das, Blockchain? Habe ich doch jetzt erklärt. Bitte? Habe ich doch jetzt erklärt. Eine Blockchain ist eine dezentrale Cloud. Sie denken, Blockchain ist kein dezentrales Speicherort der Kryptowährung, oder? Nee, Blockchain kann ja auch keine Kryptowährung sein und auch kein dezentraler Speicher schon. Aber Sie können haben ja gesagt, Sie, das ist ein zentraler Speicher und das ist ja falsch. Herr Klaus, können Sie auf einen Google Chrome zum Beispiel und schreiben, was ist das Blockchain, was macht Blockchain? Nee, habe ich keine Lust. Warum? Weil Sie doch eh bloß lügen. Okay, alles klar. Sie haben auch keine Märchen anhören. Okay, ciao, ciao, Herr Klaus. Ja, tschüssi, Märchenerzähler. Tja, also der war ja auf jeden Fall wieder sehr bissig und hatte unbedingt vor, seinen komischen Kram bei uns zu verkaufen. Tja, so ist das halt, wenn man die Betrüger an der Telefonleitung hat. Nur erzählen die halt immer von Anfang an des Gesprächs eigentlich nur Müll. Da sollte das eigentlich direkt zu Beginn des Gesprächs auffallen. Kann man immer nur hoffen, dass da möglichst wenig Menschen drauf reinfallen. Ja. Hallo? Hallo? Guten Tag, ich grüße Sie. Hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Von wem sind Sie? Ich kontaktiere Sie von Iron Effects. Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Nee. Haben Sie nicht? Was ist das? Das klingt wie ein Schokoriegel. Wie bitte? Das klingt wie ein Schokoriegel. Ja, genau. Also sind Sie von einer Schokoriegelfirma? Nein. Das ist, Sie haben ein Handelskonto registriert. Aber warum es sagen geht Sie um denn Trading ja genau? Online. Nein, ich, meine Fehler. Ihre Name ist Leon Spritzschlüpfer, ja? Spritzschlüpfer, ja. Genau. Okay, so Sie haben ein Handelskonto registriert gestern. Ja, weil das habe ich gemacht bei auf dieser komischen illegalen Webseite. Was meinen Sie, komische, illegale Webseite? Ja, da war so eine Phishing-Webseite, da habe ich mich dann aus Versehen mal ein paar Das ist eine legale Webseite? Nee. Und das ist eine regulierte Plattform? Ja, das stimmt ja auch nicht. Und warum haben Sie ein Konto registriert, wenn Sie anderer Meinung sind? Weil ich mit kriminellen Leuten am Telefon sprechen wollte, um die dann noch... Also ehrlich darf man, glaube ich, bei den Betrügern nicht sein, dann sind sie ganz schnell weg. Also hier hat es scheinbar dann begriffen, nachdem sie den Anfang ja des Gesprächs irgendwie nicht begriffen hat. Interessant alles.
Guten Tag. Herr Mario Kart? Ja, tut, tut. Schönen guten Tag, Peter Meier, mein Name. Melde mich von der DWG, Herr Kart. Mhm. Wir melden uns derzeit deutschlandweit bei den Berufstätigen, die in der Vollzeit arbeiten, Teilzeit arbeiten oder in der Ausbildung sind. Und zwar geht es um den Anspruch auf den staatlichen Zuschuss, den man jetzt noch einmal vom Finanzamt erhält, Herr Kart. Berufstätig sind Sie, liege ich da richtig? Nee. Nein? Nee. Arbeitslos oder Schülerstudent? Was? Sind Sie Student? Nee, auch nicht. Arbeitslos? Nee. Was denn? Selbstständig? Auch nicht. Was sind Sie denn? Ich kann einfach nichts. Ich muss nichts machen. Ich habe das Glück, dass ich geerbt habe. Ah, gratuliere. Das gratuliere ich, was soll ich denn sagen? Können Sie schön vom Erbe leben dann? Mhm. Das ist doch schön. Na gut, dann schulden Sie die Störung bitte. Mhm. Wieder. Tschüssi. Tja, die DWG. Ruft einfach so mal alle Arbeitnehmer an. Also das ist verboten. Das ist nicht erlaubt, wenn er jetzt hier sein Angebot unterbreiten möchte, wo ich da investieren kann. Die Firma arbeitet tatsächlich leider legal in Deutschland. Aber wie sie arbeitet, sehr, sehr fragwürdig. Ja, hallo. Ich höre nix. Ist tot, die Leitung. Tja, kann nix hören. Ja, ja, und schon wieder so ein Anruf, wo keiner in der Leitung ist. Das kann wohl nur ein Ping-Call sein. Also so ein Anruf, wo man einfach nur automatisiert überprüfen möchte, ob eure Telefonnummer bzw. der Anschluss noch bedient wird von euch. Falls ja und ihr geht ran, weiß der Automat nun automatisch Bescheid, dass die Telefonnummer noch verwendet wird. Und nun können die Daten fleißig weiterverkauft werden. Ja. Hallo? Ja. Was möchtest du denn? Hallo. Ja, denn halt nicht. Betrüger. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass es manchmal auch Leute gibt, die dann kurz Hallo am Telefon sagen und dann wieder auflegen. Was das jetzt für Gespräche sind, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da wieder einen grenzwertigen Namen eingetragen und der oder die Mitarbeiterin hat es rechtzeitig bemerkt, nachdem das Hallo schon gekommen ist. Aber naja, weiß ich nicht, ob sich eine normale Firma auch am Anfang direkt mit Hallo meldet. Guten Tag, guten Tag. Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Hallo? Ich höre nur mich selbst. Ich höre nur mich selbst. Hallo? Ich höre immer noch nur mich selbst. Ich höre immer noch nur mich selbst. Hallo, hören Sie? Ja, hallo? Das ist ein extremes Echo in der Leitung, sodass ich nicht rede. Dann höre ich mich ja die ganze Zeit selbst. Hallo? Machen Sie mal den Lautsprecher aus. Hallo? Ja, haben Sie den Lautsprecher jetzt aus? Nee, haben Sie nicht. Ja, aber wir haben keine Lautsprecher. Hallo, hören Sie? Na, ich höre mich ja selbst. Also. Legen Sie bitte einmal auf und ich versuche nochmal bei Ihnen. Ja, dann rufen Sie nochmal an. Ja, legen Sie bitte auf und ich rufe nochmal an. Nee. Danke. Tja, da ist wieder die tolle Echo-Stimme von der netten Tante von Shop Online. Die hatten wir ja vor kurzem schon mal dran. Irgendwie scheint die ihre Technik wohl immer noch nicht in Ordnung gebracht zu haben. Schon stark, dass die da sich wirklich dem Anschein nach überhaupt keine Mühe geben. Ich habe keine Ahnung, wo so ein Echo herkommt. Ein Lautsprecher, keine Ahnung, kann es eigentlich nicht sein. Es schließt zwar erstmal auf Lautsprecher, aber es ist ja klar und deutlich, dieses Echo. Da muss es technisch irgendwo ein tieferes Problem bei deren Anschluss vorliegen. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich höre mich wieder selber. Ihre Technik da ist kaputt. Ich kann Ihnen ganz gut hören. Ja, aber ich höre mich selbst. Das irritiert und stört mich. Weil ich wollte, ich bin von der Firma Shop Online, wo Sie diese Anfrage. Jetzt sind Sie wieder so leise, dass man Sie nicht mehr hören kann. Also Ihr ich bin von der Firma Shop Online, wo Sie diese Anfrage gestellt haben. Ja, aber Ihr Telefon ist kaputt. Man hört Sie immer wieder. So nicht. Das ist Echo in der Leitung, das ist blöd.
Kann sein, dass die Verbindung bei Ihnen ist ein bisschen schlecht. Nee, oder so. Das liegt nicht an meiner Verbindung. Ich habe heute schon mit 100 anderen Leuten hier telefoniert. Ach so. Und jetzt hören Sie es besser? Ist jetzt bei Ihnen das in Ordnung? Na, weiß ich nicht. Muss ich ja mal gucken. Ich höre mich ja immer selber bei Ihnen. Also ist immer noch kaputt bei Ihnen. Also ich wollte Ihnen Fragen zu stellen. Damit jetzt höre ich Sie wieder nicht. Sie sind ganz leise und es knarrt immer. Und das Echo ist noch da. Hallo? Und das Echo ist noch da. Ja, jetzt sind Sie wieder laut, aber das Echo bleibt ja. Also da müssen Sie mal Ihre Anlage reparieren lassen. Das ist alles kaputt da bei Ihnen. Können Sie bitte einmal auflösen, damit ich zum zweiten Mal bei Ihnen melden kann? Na, dann legen Sie auf. Aber Weil die Verbindung ist ganz in Ordnung jetzt bei Ihnen und deswegen... Na, aber ich höre mich ja immer selber und damit bin ich nicht zufrieden und Sie höre ich fast gar nicht. Sie sind sehr leise. Mich höre ich dafür selbst umso lauter. Ich versuche nochmal bei Ihnen. Na, dann probieren wir es nochmal. Dankeschön. Ja, bitteschön. Was sie da mit ihrer Telefonleitung gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall absolut grottig. Sie wollte auch irgendwie nicht aufgeben. Ich meine, klar, die will ihre Tabletten verkaufen. Schauen wir mal, ob sich noch wer anders von diesem netten Unternehmen mittlerweile mal melden sollte. Weil das scheint ja hier nichts zu werden mit ihr. Hallo. Guten Tag, Sarah Bald ist mein Name. Ich melde mich von Firma Shop Online. Mit diesem Namen Leon Spitzhofer ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Normadeck. Richtig. Okay, und damit ich Sie besser beraten kann, Herr, erlauben Sie bitte am ersten ein paar Fragen zu stellen. Darf ich bitte? Nee, gerade nicht, weil es gerade eine ganz ungünstige Situation im Moment. Ach so, und wann soll ich nochmal melden, dann, Herr? In welcher Zeit, bitte, ist Wetter für Ihnen nochmal zu melden? Machst du morgen. Morgen, in wie viel Uhr, bitte, morgen? Irgendwann nach dem Ausschlafen, so um 15 Uhr oder so. Morgen um 15 Uhr. Okay, dann, ich bedanke. Ja. Bis morgen. Tschüss. Ja, tschüssi, mein Spätzchen. Tschüss. Tja, also mit der Bestellung dauert es ja von dieser Firma noch ein kleines bisschen. Wir halten die ja ordentlich hin. Ich meine, gutes Jahr hausgemachtes Elend gewesen am Anfang mit der Telefonleitung, aber gut, dann beschäftigen wir die halt einfach über Tage. Ja. Guten Tag, Adrian Gummitz am Apparat von der Journal Medien melde ich mich. Aha. Martin Torhautschneider, bitte. Ja. Schön, dass ich Sie spreche. Es geht hier um das Gewinnspiel, den Sie online mitgemacht haben. Warum rufen Sie ihn da und mit einer unterdrückten Rufnummer an? Das ist ein VoIP-System. Wie rufen Sie über PC an? Ja, es spielt ja keine Rolle. In Deutschland müssen Sie ja Ihre Rufnummer anzeigen, wenn Sie Leute anrufen. Unsere Rufnummer wird von Ihrer Anbieter verbergt, weil wir Sie über PC anrufen. Das stimmt nicht. Dann recherchieren Sie es mal nach neuen Gesetzen. Aber warum rufen Sie denn die Leute einfach illegal an? Sie rufen sie nicht illegal, sondern legal an. Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her von mir? Vollidiot. Ach so, da ist man also gleich ein Vollidiot, wenn man solche Fragen stellt und dem einfach nur mitteilt, dass das illegal ist, das Gespräch, und er nicht anrufen darf. Denn so ist es definitiv. Ich habe keine Anruferlaubnis erteilt. Ich habe ihm niemals gesagt, dass seine Firma bei mir anrufen darf und irgendwelche Angebote unterbreiten soll. Das interessiert die einfach nicht. Und dass der das weiß, dass er kriminell arbeitet, hat hier ganz einfach auch seine Reaktion gezeigt, wie er da antwortet. Denn ich glaube, kein normales, seriöses Unternehmen würde sich so dann verhalten, wenn man entlarvt wurde. Hallo, schönen guten Abend, Herr Steiner. Frau Berger am Apparat, wie geht's Ihnen heute? Mir geht's gut, danke. Freut mich. Warum lassen Sie? Sind Sie da? Da war denn ziemlich schnell schon vorbei. Hatte sowohl keine Lust mehr, mit uns weiterzureden. Ich weiß es nicht, ob jetzt hier ein leichter Lacher dazu ausreicht, sofort das Gespräch zu beenden. Der galt auf jeden Fall eigentlich nicht ihr, soweit wie ich das jetzt hier raushören konnte. Aber es ist schon Wahnsinn.
Also wenn man die so schnell los wird, ist es eigentlich nur gut. Dann kann man zumindest nicht beschissen werden. Eins ist auf jeden Fall klar, wenn man solche Leute an der Leitung hat, sollte man besser einfach auflegen und gar nicht erst groß sich mit solchen Leuten unterhalten. Denn was will man da eigentlich mit denen erreichen? Das Einzige, was man da erreichen kann, ist, dass man seine eigene Zeit verschwendet und im schlimmsten Fall noch saure Betrüger auf einen hat, die dann noch viel, viel mehr bei euch anrufen. Das könnte dann im Umkehrschluss die Konsequenz sein. Von daher, hört euch die Videos hier auf dem Kanal an. So kann euch auf jeden Fall nichts passieren. Wunderschönen guten Abend, junge Dame. Hallo. Ja? Ja, guten Abend. Verzeihung für die Störung. Darf ich mit Herrn Putz sprechen? Lutz Putzel? Lutz Putz, ja. Verzeihung für die Störung. Es geht, ich heiße Timo, ich vertrete die Firma Gerberich. Es geht darum. Hallo? Ja, hallo. Herr Timo, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich denke, ich kann Sie behilflich sein. Ach so. Ja. Wobei denn? Das klingt jetzt spannend. Ja, jetzt wird entspannt. Ja. Herr Putzel, es geht darum, heute ist aber auf unserer Homepage eine Anfrage hinterlassen. Und zwar, es geht um Prostatrikum aktiv. Stimmt das? Was ist denn das? Was ist denn das? Erzählen Sie mehr. Okay. Vielleicht kann Ihre Freundin etwas noch erzählen. Worüber lacht sie so? Ich bin über dieses Telefonat ein kleines bisschen irritiert. Das hat mich auch. Ich nehme, Sie haben es keine richtigen Namen, sind Sie nicht Herr Putzel oder wie heißen Sie? Putz. Wahrscheinlich Sie möchten nur... Putz ist der Nachname. Okay. Es geht um Prostatrikum aktiv. Ja. Ja, Mittel gegen Prostatitis. Was denn Prostatitis? Prostatitis? Haben Sie keine Beschwerden? Manchmal. Okay. Ich denke, Sie haben keine Probleme, keine Beschwerden mit Prostata. Sie haben keine Beschwerden. Haben Sie Beschwerden mit wie häufiges Wasserlassen oder Schmerzen bei Urinieren? Ach, beim Pinkeln. Ja, das alles gut. Aber ich dachte, man kann ja mal vorsorgen. Okay. Ja, dann ist es keine gute Zeit, wie soll ich sagen. Natürlich, gute Witze ist wie eine Philosophie. Ja. Okay, ich verstehe, Sie wollten nur Spaß machen. Okay. Wie bitte? Sorry, okay, ich habe Sie verstanden. Ja. Und zack ist er weg. Tja, haben wir mal den Pillenverkäufer ein bisschen irritiert und ausgelacht. Finger weg von solchen dubiosen Seiten. Ja, es helfen schon alternative Heilmethoden bei irgendwelchen Krankheiten, die man so haben kann, Allergien und so weiter. Aber eins ist Fakt. Man sollte nicht auf irgendeiner dahergelaufenen Webseite irgendwas bestellen. Das Problem ist bei dieser Webseite hier. Man trägt dort seinen Namen ein, den vollständigen Namen natürlich. Dann vorher wählt man schon mal das Land aus, wo man lebt und die Stadt, in der man lebt und dann eben den Namen und die Telefonnummer und dann drückt man auf Bestellen. Aber anstatt irgendetwas zu bestellen, klingelt dann schon das Telefon. Richtig, die haben natürlich noch nicht alle Daten von euch. Straße, die Stadt ist eigentlich nur eine Auswahl, damit das System weiß, aus welchem Land ihr anruft. Ja und, ihr sollt ja auch noch was bezahlen, ne? Und darüber wird dann komischerweise auf einmal am Telefon gesprochen, anstatt die Bestellung direkt online fertig zu machen. Schon komisch. Könnte wohl daran liegen, dass man euch noch irgendwas mehr andrehen möchte. Denn bei der Packungsgröße, die man da auf der Webseite eigentlich so sieht, bleibt es in der Regel nicht. Man hat am Telefon immer noch ein ganz tolles Paket, wo man noch mehr kaufen kann. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Putz. Mein Name ist Herr Schneider, Mitarbeiter von der Firma Gerberich. Haben Sie bei uns Urogan bestellt? Ein was? Urogan. Alles klar, Herr Putz, schauen Sie, ich sag's Ihnen, wie es jetzt ist. Sie machen das schon nicht das erste Mal bei uns.
Wenn Sie das bitte nochmal machen und sich nochmal so benehmen, werden wir Sie leider Gottes anzeigen müssen. Okay? Oh, das sagt ja eine kriminelle Firma. Nee. Betrügt? Nee, das Problem ist, dass Sie, wissen Sie, was ich meine? Gestern schon haben Sie mit Kollegen gesprochen, haben sich nicht ganz richtig benommen. Jetzt schon wieder. Frage ist, warum machen Sie sowas? Alles Gute. Also die eigentliche Frage ist, warum verkauft man irgendeine illegale Scheiße, die nichts bringt und im schlimmsten Fall noch irgendwelche Menschen sogar krank macht? Das wäre jetzt hier die richtige Frage, die er hätte stellen müssen. Aber solche Firmen interessiert das natürlich nicht. Die sehen bloß ihre eigenen Ziele. Jede Menge Kohle verdienen. Aber von sowas lassen wir uns definitiv nicht abhalten. Was will er denn machen als illegale Firma? Will er mich anzeigen? Sehr witzig. Guten Abend. Einen schönen Abend, Herr Putz. Mein Name ist Marie Steiner. Ich rufe Sie bezüglich Prostatakum Plus an. Sie bestätigen die Bestellung. Wer sind Sie? Es geht um Prostatakum Plus. Ich rufe Sie bezüglich einer Anfrage für Prostatakum Plus, Herr Putz. Mhm. Sagen Sie bitte, haben Sie die Anfrage für das Mittel hinterlassen auf der Webseite? Nee. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Okay. Und natürlich ist das noch lange nicht alles, was wir dieser Firma angetan haben. Denn die rufen tatsächlich auch unter verschiedenen Namen an. Also für verschiedene Produkte, verschiedene Namen, verschiedene Webseiten. Man landet irgendwie bei denen auch. Genauso wie bei diesen Trading-Betrügern, wenn man sich über verschiedene Webseiten einträgt, trotzdem immer wieder bei der gleichen Betrugswebseite am Ende. Nur dass es hier so funktioniert, dass ich bei verschiedenen Webseiten was bestelle und am Ende ruft er immer wieder das komische gleiche Callcenter an. Die nennen einfach nur einen anderen Namen. Ich meine, das ist ja auch einfach. Letztendlich, mein Name, den habe ich eingetragen. Der kann auf dem Telefondisplay schon stehen oder auf dem Bildschirm, wo die Maske gleich mit dem Bestellformular hochkommt, sobald der Mitarbeiter das Telefonat von mir ja eben automatisch aufgeploppt bekommt. Da steht meine Telefonnummer dann schon, der Name steht denn doch schon, weil das habe ich ja eingetragen. Und dazu kann er natürlich auch die Informationen bekommen, welches Produkt ich haben wollte und von welcher Webseite ich bestellen wollte. Das ist alles ganz einfach. Es steht schon direkt auf dem Telefon oder halt eben auf dem Computerdisplay. Und dann braucht er eigentlich nur noch seine Geschichte davor lesen. Was er so immer so meistens tun, wenn ein Betrüger-Callcenter anruft. Skripte haben die ja irgendwie alle, weil sie alleine nichts verkauft bekommen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ja, was denn? Grüß Gott, der Adriano bin ich von der Firma Shop Online mit diesem Namen Leon Spritzschlüpfer. Es ist eine Anfrage auf unserer Website für das Mittel Normadex gestellt. Ja. Richtig. Und du? Ja, hallo? Ja, was denn? Was möchten Sie denn? Nur wenn Sie nicht reden, dann weiß ich nicht, was Sie von mir möchten. Kein Problem, denn ich will gar nichts, aber ich habe jetzt gesehen, den gleichen Nummer, die Sie schon viele Anfragen bei uns stellen. Sie möchten einfach den Zeit verschwinden, oder? Ja, genau. Bitte, das ist kein Spiel, okay? Doch, doch. Passen Sie es auf sich auf. Ja, ich brauche Vorsicht, nur, frag mich Achtung, aber noch tausendmal schönen Tag noch, wiederhören. Bis später. Alles klar, wiederhören. Bist ja noch dein, Karl Kasper, Betrüger. Verkaufen Sie eigentlich gerne diese illegalen Pillen? Also, lieber Herr, nochmal, bitte stellen Sie keine Anfrage, es ist kein doch, Spiel, viele. Bitte, okay? Ich gerade sogar jetzt alles klar, auf Wiederhören und bis gleich. Bleiben Sie gesund. Ja, du nicht, weil du verkaufst. Tja, also ich meine, der ist jetzt nicht ganz so wütend geworden, aber ist doch schon lustig, dass die da schon mittlerweile Angst bekommen und Telefonnummern im System jedes Mal vergleichen. Ich meine, klar, irgendwann kann ich mir vorstellen, dass so ein Unternehmen dann sicherlich intern E-Mails rumschickt, dass die Mitarbeiter die Rufnummern, ja, reicht ja, wenn da ein paar Zahlen stehen, die letzten Zahlen oder die ersten Zahlen. Und wenn sich das deckt mit dem Anrufer, den ihr habt, und da sind wieder die gleichen Zahlen und die stoßen gerade über die E-Mail, die in der Firma verschickt wurde, dann kann das schon mal auffallen. Aber ist ja kein Problem. Wir haben jetzt ziemlich viele Telefonnummern, die wir immer und immer und immer wieder eintragen können. Guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Leon? Ja. Sehr angenehm. Lieber Herr, mein Name ist Paula. Ja, ich bin offizielle Vertreter des Herstellers von Mitteltoxikof. Ja, das ist also für Entgiftung des Körpers. Und Sie haben sich darüber interessiert. Ist das richtig? Ja. Dann, ich wollte Sie ganz kurz beraten, ja, kurz informieren, also, aber ich muss ein paar Fragen stellen. Ist okay für Sie? Mhm.
Lieber Herr, dann sagen Sie mir bitte, bestellen Sie für sich diese Mittel? Nee. Für jemanden? Ja. Okay, gut, dann also, welche Probleme hat also dieser Mensch? Also welche Störungen hat? Müdigkeit, Schwäche, Schlafstörung, Hautprobleme, Wurmparasiten, was? Welche ich glaube, Probleme? Da ist von allem so ein bisschen dabei. Bitte nochmal? Ich glaube, von allem ein bisschen. Ein bisschen, habe ich verstanden. Und dann vielleicht hat dieser Mann, also Mann oder Frau, weiß nicht, dieser Mensch, schwächte Immunsystem, ja? Geschwächtes. Mhm. Und wie alt ist er, dieser Mensch? 95. 95, okay. Gut, dann also, ich habe Sie verstanden, lieber Herr Leon, Sie mössen für jemanden diese Mieter bestellen, ja? Und dann vielleicht möchte dieser Mensch also ihr Körper von Wurmparasiten reinigen, so, also und für, also dann so, also Toxikoff ist sehr mächtig, ja, das vielleicht haben Sie darüber gelesen, ja, Toxikoff ist eine neue, völlig einzige, sichere und wirksame Kombination, hilft mir also 250 Arten von Parasiten zu beseitigen, ja. Und Toxikoff ist ein Komplex von natürlichen Inhaltsstoffen, die den Körper von Schlacken, Toxinen, also Parasiten reinigen, um die Immunität zu verstecken. Ne? Mhm. Und als Ergebnis der Reinigung des Körpers wird die Funktionen der inneren Organe verbessern. Ja? Er hilft, Schmerzen und Blähungen im Magen-Darm-Trakt zu beseitigen, den Stoffwechsel beschleunigen, Allergien, chronische Müdigkeit und andere negative Probleme loswerden. Ne? Mhm. Und bei der Anwendung von Toxikoff erhöht sich die Immunität und verhindert Virenkrankheiten. Dann also Toxikoff hilft also Kraft und gesundes Aussehen zurückzugewinnen. Und bereits in der ersten Wochen werden wenn also Parasiten und Magen-Darm-Trakt weg, ne? Wenn Parasiten müssen reinigen. Und das gewünschte Ergebnis zu erreichen, also sollte, also man muss das Mittel nach unserer Empfehlung regelmäßig ohne Pause benutzen. In diesem Fall garantieren wir Ihnen das gewünschte Resultat. Ne? Und bereits nach der einer Woche der also Anwendung von Toxikoff werden sich Veränderungen bemerken. Ne? Mehr Lust, mehr Energiebeseitigung der unangenehmen Symptome. Und in einem Box gibt es 20 Kapseln drinnen, da reicht für 10 Tage. Ne? Man muss, wie kann man das benutzen? Dann also, man muss zweimal am Tag vor dem Essen trinken. Ja? Ja. Man muss dann viel Wasser trinken. Ne? 1-2 Liter Wasser mehr trinken. Also, deswegen so, ich empfehle Ihnen ein Set-Programm bestellen. Ne? Dieses Programm also besteht von 3 Packungen. Ne? Das ich würde insgesamt 17 Packungen nehmen. Wie viele Packungen? 17. 17 Packungen möchten ja, Sie nehmen? Ja, genau. Insgesamt 17 Packungen. Moment, und 17 Packungen. Möchten Sie 17 Packungen nehmen? Genau. Moment. Moment, lieber Herr Leon, Entschuldigung, Sie bitte, darf ich jetzt frage ich meine Chefin, ja? Ja. Dann 17 Packungen, was kostet 17 Packungen? Und nach ein paar Minuten, ich rufe Sie nochmal, okay? Okay. Ja, eine Minute warten Sie bitte. Ja. Dankeschön. Tja. Da haben wir es zumindest nochmal mit einer Großbestellung bei dieser tollen Firma probiert. Aber es ist schon höchst interessant, wie oft die eigentlich da tatsächlich dann zurückrufen. Also man muss hier auch nochmal erwähnen, nicht ich rufe dort an, sondern die rufen bei mir an. Auch wenn es da bei denen öfters mal in der Leitung am Anfang tutet, die rufen bei mir an. Ich trage mich bei denen auf der Webseite ein und, vielmehr will ich ja eigentlich was direkt auf der Webseite bestellen. Nur plötzlich klingelt dann das Telefon, beziehungsweise kommt dann da eine Maske, wo dort steht, dass innerhalb von 10 Minuten angerufen wird, woran die sich mittlerweile allerdings hier in Deutschland nicht mehr so richtig halten. Ich weiß nicht, ob die Scambaiter das hier schon mittlerweile, in Klammern versaut haben, dass die nicht mehr direkt anrufen. Wenn man sich jetzt mittlerweile auf diesen Webseiten einträgt, dann kann das schon mal vorkommen, dass die erst 1 bis 2 Tage später anrufen und nicht, so wie es da auf der Webseite draufsteht, innerhalb von 10 Minuten sich zurückmelden.
Vielleicht so eine Art Anschutzvorkehrung, dass der Scambaiter da keinen Spaß mehr dran hat, weil ja niemand direkt sofort anruft. War ja ganz praktisch, wenn da innerhalb von 10 Minuten jemand anruft. Da kann man die Anrufe natürlich praktisch steuern. Wenn man gerade Zeit hat zu telefonieren, kann man sich da ordentlich oft eintragen und es ruft ja innerhalb von 10 Minuten jemand an. Also kann man die Gespräche aufzeichnen. Praktisch. Das funktioniert jetzt bei denen nicht mehr so gut. Interessiert mich aber auch nicht, weil hier sowieso den ganzen Tag das Telefon klingelt. Ich brauche nur abnehmen. Und wenn ich da halt eben noch ein paar Datensätze dazu eingetragen habe auf anderen Webseiten, naja, die werden schon irgendwann anrufen. Also, die Aufzeichnungen entstehen ja trotzdem. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mögt, abonniert sehr gerne den Kanal. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Dann verpasst ihr auch keins der Videos mehr. Wer mag, kann natürlich auch gerne ein kostenpflichtiges Abo in Form einer Mitgliedschaft hinterlassen. Damit unterstützt ihr den Kanal hier finanziell und das Projekt kann weiter wachsen. Ihr seht jetzt hier noch eine kleine Playlist mit einer weiteren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.